So, willkommen zurück. Die nächste Folge von Let's Play Subnautica steht an, Folge 12. Ich begrüße alle, die eingeschaltet haben. Und ich bin gespannt, denn die Ankunft der Sunbeam in 32 Minuten, und das sind tatsächlich Spielzeitminuten, von daher also keine Ingame-Zeit. Was haben wir vor? Was wollen wir machen? Ich denke, es ist mal an der Zeit. Wir werden noch ein bisschen Glas machen. Es ist, glaube ich, mal an der Zeit, dass wir. Ein bisschen was bauen. Was können wir denn bauen? Ich gehe mal raus. Haben wir denn angefangen? Da haben wir. Ich möchte gerne demnächst meine Basis bauen. Dafür müssen wir hier, glaube ich, mal ein bisschen genau. Wir haben da hinten den Landeplatz der Sunbeam. Da werden wir uns demnächst auch mal ein bisschen umschauen. Aber ich denke, was können wir denn konstruieren und wie genau? Ah, okay. Das heißt, wir können immer noch nicht dieses. Ja, genau. Uns fehlt ja hier der Mehrzweckraum, den wir bauen wollen. Das geht aber noch nicht. So, wir bauen erstmal noch ein neues Fundament. Ich würde das gerne hier so reinsetzen. Das scheint aber nicht zu funktionieren, weil da was im Weg ist. Hier können wir es hinsetzen. Okay. Können wir denn hier graben? Das ging doch auch irgendwie. Konnte man nicht graben oder die Sache basteln? Ich meine mich zu erinnern, dass das ging. Okay, dann müssen wir damit jetzt erstmal leben. Das heißt, wir müssen auf Erkundungstour gehen. Ich würde sagen, wir schwimmen mal nach Norden. Zu gucken, ob wir was zum Scannen finden. Ein paar Wrackteile. Das ist das, wonach ich jetzt erstmal suche. Ab in den Norden. Hier wird es wieder ein bisschen schwieriger. Ja, da darf man sich nicht lange damit aufhalten. Weil ich zu schnell war. Ups. Wir brauchen Wrackteile. Muss mal ein bisschen Salz mitnehmen. Manchmal sind die Dinger hier offen. Oh, da ist was drin. Was war das denn? Wie geht das nochmal, dass ich die Karte ausschalte? Ich meine, dass da was drin ist.
Ja, da ist auf jeden Fall was. Ach, Seegleiterfragment. Ja gut, das haben wir schon. Zumindest ein bisschen Titan. Wir wollten weiter nach Norden. Oh je. Das ist ein Wrackteil, sieht nach Wrackteil aus. Da sind blöde Fischis. Das ist erstmal der Plan, dass wir neue Teile finden. Ist das hier was drin? Ja. Mobile Fahrzeugstation. Das ist schon das zweite Teil davon. Weiter nach Norden. Kommen jetzt wieder ins andere Biom. Da ist auch noch was drin. Schubkanonenfragment, okay. Kreaturenei. Ein bisschen Kupfer kann nicht schaden. Oh, das ist noch mal ein ganz anderes Biom. Ach du Schande. Da geht's ziemlich tief runter. Und hier sind auch noch mal andere Fische. Eieieiei. Schwimmen wir mal drumherum, vielleicht finden wir noch ein bisschen was. Da sind wieder ein paar Räuber. Aber ich sehe jetzt keine Sachen, wo man scannen könnte. Das ist auch Salzablagerung. Schande. Schande, Schande, Schande. Also da geht es nicht weiter. Was heißt, da geht es schon weiter, aber... Es könnte gefährlich sein, da weiter zu tauchen. Da habe ich schon gescannt, oder? War da was drin? Ich glaube, ja. Soll ich es mal wagen, da hinzugehen? Weil das sieht schon sehr gefährlich aus. Killerfische. Oh, gerade erschrocken. Gott sei Dank. Ah, Gott sei Dank, sagt ihr das immer. Sonst würde ich es, glaube ich, irgendwann vergessen. Also, schwierige, wenn man dann tatsächlich Hardcore spielt, dann kriegt man diese Anzeige ja nicht. Man hat auch keine Anzeige dafür. Boah, ist das düster hier unten.
Auch hat das letzte Teil für die Seemotte. Inzwischen gibt es ja schon einige Tests zu dem Spiel, die alle durchweg sehr positiv sind. Inventar ist voll, das ist natürlich nicht gut, das ist Sandteil. Versuchen wir mal noch ein bisschen was zum Scannen zu finden. Noch ein Sandteil, na toll. Und da liegt auch irgendwas. Sandhaie deswegen, weil man sieht die Flosse noch da rumschwimmen. Wo ist das denn? Killerfisch. Ah! Piranha. Ich würde da ja gerne mal gucken gehen. Was ist denn das? Sandteil. Ich würde gerne mal gucken, wie was das ist. Ja, das letzte Fragment für die Seemotte. Schnell weg hier. Jetzt kann ich die Seemotte bauen. Das ist natürlich wesentlich leichter dann für mich. Wir gucken gleich mal, was wir dafür brauchen. Erst dann müssen wir wieder den Weg nach Hause finden. Der Weg nach Hause. Das heißt, wir werden das mal aufmachen, die Seemotte zu machen. Also unser erstes U-Boot. Damit können wir tiefer tauchen und sind ein bisschen geschützter gegen die einheimischen Lebensformen, allerdings auch nicht komplett resistent, aber das ist ja eine andere Sache. Ja. Inventar ist ja voll, stimmt. Ist voll, na toll. Können wir denn irgendwas machen? Elektronische Teile, Kupferdraht. Wir können einen Blaststahlbarren machen, weil wir Lithium gefunden haben. Okay. Aber was genau? Seegleiter. Wir brauchen erst die Station, ne? Die mobile Fahrzeugstation. Bestandteile unbekannt, na toll. Vorher können wir das Ding nicht bauen. Schubkanone, Laserschneider. Ich würde sagen, haben wir denn eigentlich noch was zu essen? Wir haben jede Menge Schrott, aber nicht. Doch, wir haben noch was zu essen. Der ist aber verrottet. Okay, dann wird der wahrscheinlich auch verrottet sein. Ja gut, das sollten wir dann nicht mehr essen. Haben wir noch was zu trinken? Ja, jede Menge. Ich hatte ja Vorrat, das ist der Wahnsinn. Irgendwas Nützliches hier drinnen? Nein. Dann gehen wir mal hier runter. Werden hier mal die Metalle noch reinschmeißen? Ach, geht gar nicht, weil wir schon wieder voll sind. Na toll. Aber wir können jetzt zumindest mal die Fische wegwerfen. Die vergammelten Dinger braucht kein Mensch mehr. Was haben wir hier noch? Titan. Ist auch voll. Die Koralle sind noch nicht voll, aber da möchte ich gerne nicht jetzt alles zusammenschmeißen.
kann noch ein bisschen Titan rein. Ist auch alles voll. Na toll. Was mit dem Pilz? Alles voll, da müssen wir jetzt wieder ein paar Dinger bauen. Bauen wir erstmal eins, vielleicht reicht das schon. Da packen wir mal noch die restlichen Metalle mit rein, Blei, Salz nicht, Silbererz und Gold. Alles Titan mal raus. Muss schon alles seine Ordnung haben. Haben wir denn oben noch irgendwas, was ich da reinschmeißen kann? Wir haben jede Menge Glas, aber keine Metalle mehr hier. Okay, das ist schon mal ganz gut. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt ein bisschen Platz. Wir mal fangen uns jetzt noch was zu essen. Jede Menge Happa Happa. Wir können die mal scannen, wenn die hier schon mal sind. Das stimmt. Der Scanner. Ah, den haben wir auch noch nicht. Lachfisch. Dann nehmen wir nämlich auch noch was für unterwegs mit. Komm schon! So. So, gepökelte Nahrung, dann nehmen wir da mal hier. Zeit für Fressi-Fressi gekochter Lochfisch. Und wir haben noch irgendwo einen gekochten, gekochter Glubscher. So, und die anderen drei sind Gepöke. Das heißt, wir haben jetzt eine lange, lange, lange Reise vor uns. Haben wir noch eine Batterie, die hat 0%. Die können wir eigentlich mal irgendwo lagern. Eine Batterie haben wir. Dann bräuchten wir noch eine zweite, ne? Weil der hat nicht mal so viel. Wie viel hat er noch? 28%. Da sollten wir uns auf jeden Fall noch eine zweite Batterie machen. So, wir brauchen Säurepilze. Was brauchen wir? Säurepilze und Borderie braucht Kupfererz und ein Säurepilz. Gut, das haben wir ja alles. Aber ein Säurepilz und zweimal Kupfer, wenn ich mich nicht erinnere. Oh. Hätte
auf, dass ich da vergessen habe, den Namen einzugeben. Alle. So, Kupfer. Da fehlt noch ein zweiter Säurepilz. Shit. Kann man hier schon einen mitnehmen. So, in 11 Minuten geht's auch schon auf dem Weg zur Sunbeam. Das heißt, ich kann eigentlich mal gucken, wie viel Zeit ich schon vertrödelt habe. Ja, ich glaube, wir machen hier mal einen Cut. Und in der nächsten Folge geht's dann auf zur Sunbeam. Mal gucken, ob wir uns dann... ja, da treffen mit unserem Rettungsteam und das Spiel dann schon vorbei ist. Ich glaube es nicht. Aber wir schauen mal, wie es dann weitergeht. Okay, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.